Maß an Zerstörungen aufzufinden ist. Die Menschen haben ihre Häuser größtenteils verloren, versuchen mit kleinen Mitteln die Häuser wieder aufzubauen. Darüber hinaus sind Krankenhäuser geschlossen, weil sie keinen Strom haben, genauso wie Schulen. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, über eine Partnerorganisation unsere mitgeführten Hilfsgüter, medizinischen Hilfsgüter, an diese Organisation zu geben, die die Hilfsgüter dann den Bedürftigen in dem Schadensgebiet verteilen wird.